Jeder Mensch sehnt sich nach erfüllten Beziehungen. Und auch wenn sie glücklich beginnen, können sie schnell zum Albtraum werden. Und dann ist Schluss mit der großen Liebe, der Freundschaft oder dem ach so guten Arbeitsklima. Aber warum ist das so? Warum gelingt einigen von uns die Beziehung mit dem Gegenüber und anderen nicht? Die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Sind wir überhaupt beziehungsfähig? Sollten wir unsere Beziehung retten? Oder doch eher als Einzelgänger unser Leben meistern? Beziehungen retten, wie sie uns gelingen und wie wir an ihnen wachsen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Michael Begelsbacher. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Ich muss erst mal lachen. Das ist so ein Erleichterungslachen. Es ist immer so. Ja, ich stehe mit dir in Kontakt und fühle so eine Art Explosion. Also es ist so, wenn ich mit dir zu tun habe, weiß ich, jetzt kommt wieder eine Welle der Erleuchtung. Und dafür bin ich sehr dankbar und freue mich deshalb so sehr, weil du bringst das eben auch so mit Freude rüber. Hm. Du bist Entwicklungshelfer für Menschen in ihrem Bewusstseinsprozess seit über 30 Jahren. Selbst seit über 38 Jahren verheiratet? Ja, also seit 38 Jahren zusammen und seit jetzt in 2 Wochen 33 Jahre verheiratet. Also ich finde, das zeichnet dich schon als Experte aus für Beziehungen. War deine für Beziehung durchhalten. Durchhalten. Ja, aber war deine Beziehung maßgeblich auch so ein bisschen der Lehrmeister für das, was du heute lehrst? Ja, mit Sicherheit. Denn täglich in einer Beziehung zu leben oder am Anfang leben zu müssen, wenn man es nicht besser kann, und was draus zu machen, ist das Beste, was passieren kann. Denn wenn ich mit Menschen arbeite, kommen die zu mir und sagen, sie haben ein Problem. Und sage ich, worin besteht das Problem denn? Mir mal, es kommt eine Frau, die sagt, ich habe ein Problem mit meinem Mann. Dann sage ich, mit was? Mit ihrem Mann. Okay, und was genau ist das Problem? Nimm mal an, sie sagt, so der Klassiker, er räumt die Spülmaschine nicht ein oder aus. So der Klassiker. Und sage ich, das ist nicht das Problem. Das ist nie das Problem. Männer räumen nie Spülmaschinen ein oder aus. Das muss doch klar sein. Nein, ein Scherz jetzt. Also ich sage dann immer, okay, das können wir ganz schnell klären, dass sie aus dieser hilflosen Opfernummer rauskommen und glauben, die Außenwelt ist für sie verantwortlich. Also schließen sie mal ihre Augen. Stellen sie sich vor, sie kommen in die Küche und sehen, dass der Mann irgendwie das wieder nicht so gemacht hat, wie es vereinbart war. Was passiert dann? Dann, je nachdem, wie sie drauf ist, sagt sie, ja, er macht's nicht oder dieser Vollidiot nimmt mich nicht ernst und so weiter. Ich sage, okay, das kann ich super verstehen. Das ist total liebenswert und menschlich auch, wie sie es berichten und wie sie reagieren. Also klasse, sie sind kerngesund, ist ein Gegenregulationsprozess gegen das, was ist. Aber lassen Sie uns doch mal bitte klären, was ist wirklich das Problem? Sind Sie, wenn Sie so lieb sind, schließen Sie mal kurz Ihre Augen und stellen Sie sich vor, Sie sind in der Küche und Ihr Gehirn sieht, was da eben nicht gemacht wurde. Und dann sagen Sie mir bitte, was Sie dabei denken und fühlen. Und zu 99,100% sagen die Frau dann, oder es kann auch egal, ob es Frau oder Mann, Mann sein, die Frau sagt dann, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Dann sage ich, super, habe ich auch verstanden, nur dieses Etikett Wertschätzung, das ist jetzt kein Gefühl, das ist nur eine Beschreibung. Wenn es okay ist, achten Sie doch mal auf Ihre Atmung oder auf Ihren Puls. Und ich sage, ja, der Puls geht hoch, die Atmung wird schneller und flacher. Sage ich, das ist die Gegenregulation, der Körper wehrt sich gegen das, was ist, denn es war ja schon öfter abgesprochen, einräumen und nicht oben drauf stellen. Und dann sage ich, ist dieses Gefühl, das Sie jetzt gerade haben, was sehr ehrlich, sehr liebenswert auftaucht, ist das jetzt eher positiv oder negativ? Natürlich negativ. Dann sage ich, oh, schön, dass wir es schon erklären konnten. Dann gestatten Sie mir nochmal die Frage, mit was genau haben Sie jetzt ein Problem? Ja, mit meinem Mann, mit diesem Arsch. Dann sage ich, ja, nicht so wirklich. Nochmal fürs Protokoll. War das jetzt ein positives oder negatives Gefühl? Negativ. Hören Sie nicht zu? Doch, ich schon. Also heißt es doch, ganz ehrlich, Sie haben ein Gefühl mit Ihrer Biochemie, den Katecholaminen, also die Stresshormone, die Ihren Körper eng machen. Sie haben ja gesagt, das ist ein negatives Gefühl. Wäre es ein positives Gefühl, es würden Glückshormone fließen wie Serotonin, Dopamin, würden Sie zu Ihrem Mann ständig sagen, Schatz, mir geht's gerade nicht so gut. Könntest du mal das Geschirr auf die Spülmaschine stellen? Ich habe selten so gelacht. Das ist nämlich umgekehrt, ne? Ja, genau. Und dann sage ich so, jetzt haben wir doch was ganz Tolles. Sie sind kerngesund.
Denn ihr Körper reagiert allerdings jetzt nicht auf ihren Mann, sondern auf ihre, Ethik und Moral ist nicht das richtige Wort, auf diese Glaubenssätze, dass sie glauben, ihr Mann nimmt sie nicht ernst. Nö, ich würde mal sagen, ihr Mann nimmt sich selbst nicht ernst. Denn es war das sicherlich abgesprochen. Fragen Sie doch Ihren Mann mal, ob er nächste Woche Zeit hat. Sag, Schatzi, hast du kurz Zeit? Brauch einen Termin mit dir beim Arzt? Und wenn er sagt, hast du was, Schatz? Nein, für dich. Denn du scheinst unter Alzheimer oder Demenz zu leiden. Wie oft müssen wir das mit der Spülmaschine noch absprechen? Wenn der Mann das also bei diesem Beispiel macht, dann sage ich der Frau, wissen Sie was, hat nichts mit Ihnen zu tun. Ihr Mann hat einfach nur eine Rechnung mit seiner Mutter offen und bestraft sie stellvertretend dafür. Das hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Wenn das dann jemand wahrnehmen möchte, ist es sehr unbequem, die Leute wollen das nicht wahrnehmen. Aber es hat doch auch mit ihr zu tun, weil sie sich darüber aufregt. Ja, nur mit ihr. Na nur. Also er auch, er hat offensichtlich auch ein Thema, weil er sich rigoros weigert, da was zu machen. Ja, klar. Das läuft ja unbewusst ab. Ja. Und sie spielen sich da gegenseitig Bad Boy, Bad Girl. Genau. Nur damit sie im Grunde ihre unterdrückten Emotionen austoben können. Was den Menschen sehr schnell hilft, ist, dass ich sie dann frage. Ich sage, okay, stelle jetzt mal eine Frage und wenn es geht, bitte nicht intellektuell beantworten, sondern ganz schnell, und wenn ich helfe Ihnen natürlich. Sie fühlen jetzt diese Gefühle, wenn Sie in der Küche sind. Wie alt fühlen Sie sich? Ich bin 40, sage ich, das ist genau das, was ich meinte. Nicht wie alt Sie sind, sondern wie alt fühlen Sie sich? Also wie eine 40-jährige intelligente Frau, die in die Küche geht, oder bewusste Frau, das hat nichts mit der Intelligenz zu tun, oder eher klein und hilflos, so unter 10. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich fühle mich klein und hilflos. Und sage ich, genau das ist es. Irgendwann in Ihrer Vergangenheit ist was passiert, nennt man Trauma. Und dieses Trauma, dieses Gefühl steckt in Ihrem Körper. Ich erzähle dann ziemlich klar, durchaus ziemlich schnell auch, dass die Leute wissen, um was geht es denn jetzt hier? Es geht darum, wir wachsen im Bauch der Mutter heran, da besteht schon die erste Beziehung. Das heißt, wir sind so klein und sind im Bauch der Mutter, dümpeln vor uns hin, Vollpension, also Atmen, Ernährung, alles da. Ist nur so, die Mutter, egal wie bewusst und liebevoll sie mit der Sache umgeht, sie ist ein Mensch. Sie kann nicht verhindern, dass sie mal Stress hat, dass sie mal traurig ist oder vielleicht war das Kind ja gar nicht geplant. Eure Umstände, genau. Schicksalsschläge, genau. Die dann in der Zeit gerade reinkommen. Mhm. Und da die Mutter natürlich als Mensch auch reagiert, wird sie Stresshormone haben, die über Biophotonen mit Lichtgeschwindigkeit über die Nabelschnur diesen Organismus informieren, mit Lichtgeschwindigkeit. Und dieser kleine Organismus, der erstmal nur das Reptilien hat, das Stammhirn, das prähistorische Gehirn, das nie ein Upgrade bekommen hat, wird der Körper zumachen. Er erschrickt und weiß nicht, was ist da los. Denn der Wirt, die Mutter, sitzt instabil. Dafür kann die ja nichts. Sie kann es auch nicht ändern. Das hat ja auch was Positives, wenn man das richtig betrachtet. Aber erstmal nicht. Dieser Organismus, dieses Reptilien, ist auf Flight und Fight trainiert. Also normalerweise flieht ein Reptil. Wenn es gar nicht anders geht, greift es an oder erstarrt. Jetzt, wo soll ich bitte aus dem Bauch rausfliehen? Angreifen macht auch keinen Sinn. Also erstarrt dieses Wesen. Ich sage das bewusst jetzt so, das Kind fühlt sich, kann es nicht wahrnehmen, aber fühlt sich wie in einer Todeszelle, in einer ausweglosen Situation. Also erst schwerelos, beschützt und behütet, also schwerelos ist es danach immer noch, und dann passiert was, dann macht der Körper zu, wie wenn ich jetzt ganz laut schreie und jemand erschreckt. Der Körper macht zu und friert diese Energie jetzt im Körper ein, denn wenn die Energie nicht eingefroren, gebunden werden würde, würde das Kind an einem Apoplex, also Schlaganfall, Herzstillstand oder was auch immer, sterben. Genial. Ist ein Überlebensmuster, genau. Vom Körper selbst initiierte Rettung. Ja. So. Ein genialer Mechanismus der Natur, das wir überleben. Punkt. Ist eigentlich toll, dafür müsste man es wertschätzen, dass es das gibt. Absolut, wir würden nie überleben, wenn das nicht so wäre. Das Problem ist jetzt nur, diese Energie bleibt im Körper erstmal. Jetzt wird der Organismus einen Mechanismus kreieren. Also jeder normale Organismus wird sagen, okay, ich wusste nicht, dass das jetzt eine heiße Herdplatte ist. Ich habe jetzt drauf gefasst. Ich glaube, das macht man nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ob ich mir die rechte oder die linke Hand mal verbrannt habe als Kind, aber es hat sich im kompletten Körper rumgesprochen. Ich brauche also keine Sorge haben, wenn ich rückwärts an eine Hitzequelle laufe, mein Gesäß macht so, obwohl das damit ja gar nichts direkt zu tun hatte. Das spricht sich im Körper rum. Das heißt also, das Kind wird jetzt weiter vor sich hinwachsen, nenne ich es mal, wird das Geburtstrauma überstehen, kommt also raus mit diesem Programm, das zeitgleich gestartet wird, wenn es einfriert. Das darf nicht nochmal passieren. Also nicht nochmal die Hand auf einer heißen Herdplatte verbrennen. Wenn dieser Organismus denken oder reden könnte, würde er sagen,
Versteht es gerade nicht, was hier los ist. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich komme mit weit offenem Herzen mit bedingungsloser Liebe an und stelle fest, irgendwas stimmt hier nicht. Meine Götter, die mich erschaffen haben, in dem Fall meine Mutter, kriegt gerade mit, dass sie mit mir schwanger ist und weiß nicht von wem. Was ist denn hier los? Aber, darf ich kurz eine Zwischenfrage einwerfen? Wenn wir jetzt diese Grundsituation nehmen, weil jeder Mensch ist in dem Bauch einer Mutter, die ein Mensch ist oder war, geboren heran. Nehmen wir mal an, ne, dass das einfach die Grundlage ist für jede Beziehung. Ist die Beziehung zur eigenen Mutter der Schlüssel und die Basis all unserer Beziehung, wie wir sie später führen, wie wir reagieren, ob wir sie nutzen, ob wir wachsen, ob wir ewig alleine sind? Ja, das sagt auch die Bindungstheorie. Also die erste Beziehung ist ja die zur Mutter. Und wenn ich Paare berate, bevor sie schwanger sind oder während der Schwangerschaft, sage ich auch zu dem Vater, leg dich doch, also mit dem Kopf oder Mund mal ein bisschen auf den Bauch der Mutter und sprich dieses Kind, dieses Wesen im Bauch der Mutter an. Dass es jetzt schon deine Stimme hört. Und wenn es geht, ganz sanft und vorsichtig, lege dein Herz auf den Bauch der Mutter. Denn es ist wissenschaftlich in der Zwischenzeit erwiesen und erforscht, dass der Mutter das Kind 9 Monate hört. Kommt es jetzt aus dem Bauch raus und wird von der Mutter getrennt über 1,5 Meter, schreit das Kind und hat Todesangst, weil der Sound abreißt. Wenn dann der Vater schon öfter mal mit dem Herzen da wäre, dass das Kind es auch hört, dann kann es feststellen, ach, da gibt es auch noch einen bekannten Sound, das ist nicht so schlimm. Du beschreibst gerade wunderbar schon eine Beziehungsdynamik von Partnern, wo Männer nicht da sind, abwesend sind, wo man sofort in Panik gerät, wenn jemand sich nicht meldet, nicht schreibt, nicht anruft. Genau. Im Grunde ist die Basis in diesem ersten, ja, so wie wir das Leben hineingehen. Ja, natürlich. Das ist die Prägungsphase. Wenn man es jetzt konsequent noch einen Step zurück berechnen oder schreiben würde, würde man sagen, die Beziehung meiner Eltern war schon wichtig. Mhm. Denn wenn die keine Beziehung haben, mir nichts beibringen, ob Mann oder Frau, dann kann ich es meinem Kind nicht weitergeben. Also Wobei sie selbst bedürftige Kinder sind, die bedürftige Eltern hatten. Und das immer und immer weiter zurück. Genau. Ganz kurz noch zu dem von vorhin, um das zu Ende zu erklären. Der Organismus sagt also, wenn er reden könnte, da ist was passiert, was ich nicht steuern konnte. Ich muss jetzt also, wenn ich lebend aus dieser Nummer rauskomme, ich muss jetzt also versuchen zu überleben, deswegen versucht jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, die ganze Zeit auch nur zu überleben. Und dann, wenn er rauskommt, der Organismus weiß er ja gar nicht, dass er beobachtet, was ist da los. Und wenn die Eltern das halt nicht wissen, die können sie ja auch nicht wissen, das kriegt man ja nirgends erzählt, dann werden sie halt dafür sorgen, dass das Kind zur Schrankwand passt. Also reiß dich mal zusammen, iss auf, stell dich nicht so an, was ist denn los mit dir? Also schön, dass es nicht staubt und schmutzt oder so. Und dann wird das Kind immer hören, so wie du bist, das geht gar nicht. Also du passt gerade nicht zur Schrankwand, mach mal ein bisschen langsam, reiß dich mal zusammen und so weiter. Und dadurch kriegt das Kind immer wieder eine Beweise, ja klar, ich bin nicht in Ordnung. Ich komme mir mit weit offenem Herzen an, stelle fest, dass meine Götter überfordert sind. Dadurch muss ich zumachen. Und eins mache ich nicht mehr, würde das Kind sagen, wenn es reden könnte. Ich bin nicht so dämlich und laufe mit weit offenem Herzen durch die Gegend. Den Fehler habe ich doch schon gemacht, als ich hier ankam. Ich ziehe den Dolch raus, ich habe eine schutzsichere Weste an und laufe durch die Gegend immer mit dem Gefühl, ich bin nichts wert und jeder möchte mir was tun. Und diese Bedürftigkeit, die einerseits da ist, ich möchte geliebt werden, sorgt dafür, dass Menschen durch allen Ernstes Beziehungen eingehen. Wir möchten das kompensieren, indem wir eine Beziehung im Außen später suchen, um das zu heilen. Und das ist eigentlich vom Bewusstsein aus so gemacht. Wir sollen ja heilen. Ja. Das heißt, Beziehungen sind die besten Heiler. Ja, absolut. Wenn man es versteht. Es ist nur so, der normale Mensch, der das nicht verstehen und besser machen kann, wird einfach wahrscheinlich schon wissen, dass er ein Bedürfnis hat, dass da was nicht stimmt, weil die Eltern es nicht besser machen konnten. Also wird jetzt von mir aus ein Mann eine Annonce aufgeben, suche liebenswerte Frau. Wenn ich das sehen würde, was hast du da gerade geschrieben? Suche liebenswerte Frau. Donnerwetter. hast du keine Mutter oder was? Wieso? Wieso suchst du eine liebenswerte Frau? Für mich sind alle Frauen liebenswert. Also du hattest keine liebenswerte Mutter, sonst würdest du es nicht suchen. Sagen, verstehe ich nicht, ist mir aber egal, ich brauche jetzt eine. Sag ich, ja, das kann ja heiter werden. Du suchst eine Frau, die hat das gleiche Problem wie du, man zieht sich danach an, die hatte die gleiche Vergangenheit, jetzt versucht die eine auf liebenswert zu machen. Weil sie mitbekommen hat, da habe ich bessere Karten, wenn ich jemanden nicht gleich blöd anmache. Also bin ich auch liebenswert. Hübsch, nett aussehend, ja, höflich. Genau, ja, genau, die ganzen Fake News eben. Und irgendwann kommt es ja raus. Irgendwann kommt es raus, der Mann ist lieb und sagt, hilft der Frau vielleicht noch ins Auto, die Tür auf, die Jacke an. Nachher können sie gucken, wie es in die Karre kommt, wo die Pferdedecke hängt. Also es ist immer das gleiche Theater und dann gibt es Theater. Ich sage, ihr habt doch den Scheiß begonnen. Wieso verarscht ihr euch? Wieso hast du die Frau angelächelt? Soll ich sie blöd anmachen? Nein, beides ist nichts.
Es ist doch so, eine Frau, es ist egal, ob Frau oder Mann, ich sage immer wieder so, wenn ich jetzt mal darstelle, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er sich verliebt. Klingt super unromantisch, weiß ich. Ist ein schönes Gefühl, aber ein teuflisches Gefühl. In was verliebe ich mich denn? Doch nicht in den Menschen, den ich zum ersten Mal sehe, den kenne ich doch noch gar nicht. Nee, was du gerade fühlst. Genau, wenn du mich liebevoll anlächelst und es löst in mir was Gutes aus, dann fühle ich mich wohl und sage zu meinem Kumpel vielleicht, oh, guck mal, tolle Frau, die ich mich anlächle, die kann ich jetzt klar machen. Der sagt, bist du wahnsinnig? Kennst du die? Nein, dann geh da nicht rüber. Wieso? Die hat mich doch auch angelächelt. Also ich denke, wenn ich sie freundlich frage, ob ich einen Trink ausgeben darf, läuft, oder? Du gehst da nicht rüber. Wieso? Du kennst sie doch nicht. Ich verstehe dich nicht. Oder sagen, was hast du denn gesehen? Ja, die hat mich ganz lieb angelächelt. Und jetzt? Jetzt habe ich so Schmetterlinge im Bauch. Ach so, du hast dich gerade in dich selbst verliebt. Sag ihr das bloß nicht. Du glaubst nicht allen Ernst, es geht um sie. Das heißt, wenn du es schaffst, in mir was auszulösen, was ich mir selbst nicht geben kann, ist es Missbrauch. Dann sind wir zusammen, ist alles gut und klammern doch. Und wehe. Also ich sage zu meinem Freund, ich habe die ausgesucht. Die wunderbare Frau, weil die so toll lächelt. In das habe ich mich verliebt, das gibt mir das Gefühl, ich bin toll. Ist nur so, wenn du jetzt morgens mal aufwachst neben mir und einfach so guckst, weil du müde bist, mein Gehirn sieht, Moment mal, so habe ich dir jetzt aber nicht bestellt. Schatz, ist was? Nee, wieso? Ja, die lächelt doch gar nicht, da stimmt doch jetzt was nicht, es wird komisch. Ist was? Nein, du kannst mit mir über alles reden. Sag's mir, nein, geh mir nicht auf die Nerven. Da ist doch was. Wenn du nicht mehr lächelst, oder was auch immer ich da geglaubt habe, was mir hilft, dann wird's kritisch. Und dann fangen die Leute an, rumzuzerren und sagen, sie kommen zu mir und sagen, ich komme mit meiner Partnerin, mir mein Partner nicht mehr klar, die ist doof oder was auch immer. Nein, ihr hattet doch noch gar nie eine Beziehung. Kann man sagen, dass wenn ein Mensch an dem Punkt erst ist, also Beziehung hin oder her, erst wenn du selbst mit dir selbst leben kannst und zum Beispiel jetzt auch sagst, okay, nehmen wir jetzt nur mal an, ich bin für den Rest meines Lebens allein und führe keine Partnerschaft. Kann ja sein. Ja. Kannst du damit leben? Bist du damit wirklich okay? Und ab dem Punkt erst ist man doch wirklich in der Lage, mit sich selbst umzugehen, sich selbst zu nähren, sich selbst wertzuschätzen, selbst in der Selbstliebe, dann bist du drin. Dann machst du dein Glück nicht mehr abhängig von außen. Aber was suchen wir denn eigentlich beim Gegenüber? Weil offensichtlich will ja jeder Mensch geliebt werden und lieben. Mhm. Solange unter dieser Zwangsneurose und Störung leidet, ja. Wie, dass er geliebt werden will? Ja. Das heißt, du liebst einfach, wenn du mit dir wie sagt man, in Harmonie bist. Also vielleicht vorweg schon, wir sind schon hier, natürlich, das wäre eine Katastrophe. Wir sind hier, um mit anderen Seelengefährten eine Verbindung einzugehen, genau. Um zu erfahren, wo wir stehen. So fühlt sich zumindest an. Ja, so ist es auch. So soll es auch sein, allein zu leben. Gut, wenn man das möchte, ist okay. Wenn man das kann, ist es auch okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel solo wäre, und ich wüsste nicht so genau, wo ich stehe, dann würde ich eine Beziehung eingehen. Dann kriege ich es ganz schnell gezeigt, wo ich stehe. Mhm. Wenn ich das dann dankend annehme und sage, okay, meine Partnerin spiegelt mir was, was zwar meinem Organismus aufgrund der nicht gelösten traumatischen Erfahrungen, die spiegelt mir was, okay, dafür bin ich jetzt zuständig. Und Gott sei Dank kann ich anhand der Beziehung feststellen, dass jetzt da noch ein Schatten war, sozusagen. Viele, die unabhängig sind, schreiben auch ein Muster der Abhängigkeit, weil Unabhängigkeit heißt nicht Freiheit. Viele sind am Weglaufen. Und was kannst du dadurch gewinnen? Nämlich, du kannst den Kontakt vermeiden. Du kannst genau diese Begegnung, der kannst du aus dem Weg gehen. Das ist auch eine Form von Selbstverarschung, oder? Das ist richtige Wort dafür, genau. Ich habe manchmal, wenn Frauen so über 50 sind, die sagen, und ich sage, sie sind gerade solo. Ja, ich hatte schon so viele Beziehungen, möchte jetzt auch nicht drüber reden. Vielleicht kommen sie wegen einer Krankheit oder was auch immer. Dann sage ich, weshalb? Na, das möchte ich Ihnen lieber nicht sagen. Sag ich, soll ich Ihren Satz für Sie zu Ende führen? Soll ich es aussprechen? Sagen die, Sie wissen doch gar nicht, was ich sagen möchte. Dann sage ich, naja, aber Sie haben so ein Alter, wo ich das schon so ganz oft gehört habe. Sie dürfen es mir gern sagen, ich kann damit umgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, Herr Begelsbach, was wollte ich denn sagen? Ja, alle Männer sind Arschlöcher. Woher wissen Sie? Naja, das höre ich ständig. Das heißt, Sie wollen keine Beziehung mehr eingehen, weil der Mann nicht Ihren Ansprüchen entspricht und weil es super kompliziert ist. Ja, aber so kommen Sie doch nicht weiter. Wenn ein Mann es schafft, Ihr inneres Kind, und darum geht es doch, zu verletzen, dann sind Sie doch dafür zuständig. Denn die Frau, ist jetzt völlig egal, ob Frau oder Mann, die in die Küche kommt, ist 40 Jahre alt, kommt in die Küche,
ihr Gehirn sieht, dass da was nicht erledigt wurde. Das kennt das Gehirn ja nicht von dem Mann. Das war ja davor schon da oder beim ersten Mal, sondern aus der Vergangenheit. Eltern haben das Kind halt nicht ernst oder wahrnehmen können. Das heißt, der Körper reagiert. Dann ist die Frau, ist 40, von mir ist 1,80 groß, und dann steht sie so klein in der Küche und merkt gar nicht, dass sie vielleicht größer ist wie ein Mann, aber das Gefühl hat, sie guckt nach oben. Und merkt nicht, Moment, jetzt wurde doch mein inneres Kind getriggert. Anstatt jetzt meinen Mann blöd anzumachen, dass er damit aufhört, soll ich sagen, mein Mann sorgt dafür, mit dem, was er da macht oder nicht macht, dafür, dass ich gezwungen werde, mein inneres Kind zu heilen. Das würde ganz dann bedeuten, sie soll nicht zu ihrem Mann sagen, räum bitte die Spülmaschine aus, wenn wir ein Agreement haben. Sie müsste dann, wenn, schon ganz ehrlich sagen, Schatz, das Theater hört jetzt auf, du räumst in Zukunft sofort die Spülmaschine auf. Wenn nicht, dann muss ich meinem inneren Kind begegnen, womöglich noch heilen. Also damit fangen wir jetzt nicht an. Ich mach lieber dich blöd an. Arsch. Ja, ja, aber das ist meine Frage. Man hat ja so über viele, viele Erzählungen, Bücher und Ratgeber immer wieder so Sachen gehört wie, ja, ja, jede Beziehung erfährt so ihre Phasen. Es gibt die Phase des Machtkampfs, der Langeweile, der Todeszonen. Ja, so, da geht man dann hindurch. Würdest du das bejahen und sagen, ja, das stimmt? Oder sagst du, nee, hast du eine Sache kapiert, gibt es diese Phasen gar nicht mehr, weil du in jedem Augenblick die Verantwortung für dich selbst übernimmst? Ja, wenn du es von Anfang an verstehst, darauf zähle ich unsere Arbeit ab, brauchst du das Ganze nicht. Aber gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Man kann ja ewig lang rummachen. Was macht man denn, wenn die Beziehung heil ist und man es nicht kapiert? Das ist ja langweilig. Also es ist tatsächlich so, wenn ich lerne, dass ich einfach ein Mensch bin und in mir ein inneres Kind trage, ein Schmerzkörper, das Eckhart Tolle nennt, oder Schmerzgedächtnis, nennt es die Medizin, oder ein inneres Kind, und ich dafür verantwortlich bin, sofern ich 18 bin, bin ich dafür verantwortlich zu sagen, okay, da ist ein Gefühl, das ist im dritten Chakra, Solar Plexus, Herzchakra oder Halschakra, das sind Energiezonen, die machen dicht und eng. Dann weiß ich, das jetzt ist der Schmerz, Ohnmacht, es geht immer nur um Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und wenn ich das fühle, dann habe ich die Macht, dann bin ich nicht hilflos. Also Ohnmacht ist ein ganz normales Gefühl, weil unser Gehirn ständig die Kontrolle haben möchte. Hilflosigkeit ist ein Abfallprodukt, das müsste nicht sein. Hilflos wirst du erst, wenn du dich gegen die Ohnmacht stellst. Wenn der Mann zu seiner Frau sagt, du machst was falsch, weil er im Moment sich nicht wertgeschätzt fühlt, nicht die Macht hat, irgendwas zu tun, dass das Gefühl aufhört, er wehrt sich und dann wird er auch noch hilflos. Und meine Arbeit oder meine Methode dient dazu, den Menschen zu sagen, egal mit was sie kommen, das können wir in 2 Minuten klären, schließen sie ihre Augen. Denken an ein Worst-Case-Szenario, von mir ist ein Kontoauszug, wenn es hilft, um sich schlecht zu fühlen. Und dann übernehmen sie die Verantwortung für das, was hier passiert. Machen sich klar, es kann nicht sein, dass ich mich im Kontoauszug aufrege. Das ist eine Existenzängste. Oder wegen meiner Frau, wegen meinem Mann. Und ich da mir klar mache, diese Gefühle sind sehr, sehr alte Gefühle, wenn wir in diesem Leben bleiben, eines kleinen Kindes, das ich jetzt fühlen kann. Da hätte ich kurz eine Frage, die wichtig ist. Mir kam mal der Gedanke und auch die Erfahrung mit deiner Methode. Ich habe sie ja nun selbst auch angewandt und bin, du hast mir damit damals durch 2 Sätze einen Schlüssel in die Hand gereicht. Mhm. Der für mich Welten geöffnet hat. Zwischendurch gab es aber Momente, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich da drin in dem Gefühl. Und dann gehst du ja nochmal in diese Trauma-Energie rein. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, oh, wenn ich das jetzt jeden Tag hier exzessiv übe, weil man ist ja dann so am immer wieder reingehen, bleibe ich jetzt hier irgendwie hängen in dieser Energie und ziehe genau das an, weil ich mich mit diesem niederfrequenten Gefühl verbinde. Ist das so? Oder ist das auch nur vom Verstand wieder eine Erklärung, um ja nicht so viel zu fühlen? Wow, tolle Frage. Gut, dass du die gestellt hast, denn das ist extrem wichtig, das jetzt zu verstehen. Denn viele, die dann kommen, wenn sie dann nochmal kommen, also ich erkläre denen, was sie machen können, dann dürfen sie natürlich wiederkommen, wenn sie sich alleine nicht klarkommen. Aber es gibt nicht mehr zu erklären, wie das alles aufgrund der Ohnmacht entsteht. Wenn jetzt also jemand kommt und sagt, also ist es nicht das selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich mich jeden Tag schlecht fühle, dann bleibe ich doch da hängen. Sage ich, naja, wenn Sie den Absprung nicht schaffen, ja. Dann erkläre ich einfach nochmal, was, das erkläre ich auch meinen Schülern, wenn ich meiner Methode ausbilde, oder in meinen Videokursen geht es immer darum zu verstehen, was führt zu einem Trauma? Eine hilflose Situation eines hilflosen Wesens. Das kann auch in erwachsenen Menschen passieren. Wenn du irgendwo in einem schweren Zugunglück beteiligt bist oder so, dann und du hast auch keine Kontrolle, dann wirst du genauso traumatisiert, klar. Also, das heißt, ein menschliches Wesen, also Pflanzen und Tiere können sicherlich auch oder können traumatisiert werden, klar, ich bleibe jetzt beim menschlichen Wesen. Ein menschliches Wesen, ein kleines Kind, wird, in der Psychologie nennen wir es Wahrnehmungsschock, ist mit der Wahrnehmung überfordert, geschockt und dann macht der Körper eben zu, um das zu lösen. Also ein Trauma, nochmal,
Ein Trauma entsteht durch eine Situation der Wahrnehmungsüberflutung und da war jetzt niemand da. Wird ein Mensch traumatisiert und du nimmst ihn in den Arm? Kein Problem. Wenn ich jetzt an einen Unfallort kommen würde und das ist jetzt eine Person, die ist geschockt wegen dem Hergang, aber nicht involviert, also körperlich gesund, und ich würde einen Arzt hinlaufen sehen, der sagt, ich gebe Ihnen Beruhigungsmittel, würde ich sagen, wollen Sie die Frau traumatisieren? Sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie die Frau mit mir mal 500 Meter davor und zurück joggen, bis sie sich übergibt. Dann ist die Energie gleich draußen. Oder wenn es geht, nehme ich sie in den Arm, dass sie weint. Aber um Gottes Willen nicht wegspritzen, dann führt es ja zum Trauma. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ein Trauma entsteht durch gebundene Energie, daraus die ganzen Abwehrmechanismen, der ganze Wahnsinn, den wir glauben, besteht nur aufgrund dieses Missverständnisses. Es gibt keinen Präzedenzfall, wir sind nicht gestorben. Ja, aber es gibt Momente in diesem Fühlprozess, wo du wirklich teilweise auch sogar bei ganz schlimmen Traumen denkst, du wirst ohnmächtig, du kippst hier weg. Ja? Das ist schon nicht ohne. Das wollte ich gerade erklären, genau. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, so entsteht ein Trauma, dann muss ich doch nur eins machen. Ich bin nur deswegen draufgekommen, weil ich dachte, ich kriege das nie los, reingehen, bla bla bla. Und irgendwann kam ich drauf und habe gedacht, Heilung, es wäre jetzt, wenn es das möglich wäre, ich müsste eine Zeitreisemaschine haben, zu 1958 zurückreisen, zu dem Moment, wo meine Mutter mitbekommen hat, dass sie mit mir schwanger ist und nicht darauf vorbereitet war. Also vielleicht eine Stunde oder ein paar Tage vorher, unsichtbares Wesen, das über den Bauch streichelt, sagt, mein Geschätzchen, wird schon, ich bin da, egal was passiert, ich bin da. Dann sagt meine Mutter, ups, ich bin schwanger, will ich nicht und ich bin da, passiert nichts. Dann hätte es kein Trauma gegeben. Jetzt geht es nicht, dachte ich. Doch, es geht. In dem Moment, wo ich zu jemandem sage, erzählen Sie mir mal, was regt Sie gerade auf? Ja, ich habe gerade einen Strafzettel bekommen. Super, nehmen wir das, schließen Sie Ihre Augen. Fühlen Sie, dass Sie jetzt nichts dagegen tun können, wieder Ohnmacht. Und dann sagen Sie mir, wie alt Sie sind. Und wenn Sie es nicht wissen, egal, fühlen Sie es. Das heißt, durch eine ganz einfache Frage, was erlebst du jetzt, kommst du automatisch in das Ursprungstrauma, ob das vor 5 Millionen Jahren war oder nicht, oder wie auch immer, in diese Hilflosigkeit. Und wenn du jetzt deine Hände von mir dahin legst und da bist, kriegt der Organismus, der jetzt absichtlich gerade retraumatisiert wird, eine andere Information. Dieses Mal bist du nicht allein. Also wir machen mit kleinen Hilfsmitteln sowieso Übungen, wie Muskelübungen. Also wir gehen nicht gleich ins große Trauma, sondern machen einfach Rechnungen oder alles, was im Alltag uns triggert. Also ich nehme die Dinge, die man noch handeln kann. Wobei, wenn jemand sagt, soll ich was Leichtes nehmen, sage ich, das gibt's halt nicht. Ja. Die noch so leichten Sachen führen sofort in den Super-GAU. Ist doch auch wieder vom Verstand eigentlich nur so ein unbewusster Abwehr, so eine Ausrede, ich will eigentlich gar nicht ran. Natürlich. Weil wer ran will, macht's. Richtig. Wer lange genug gelitten hat und die Schnauze voll hat, macht es. Es ist aber in Ordnung, wenn ein Mensch sagt, ich traue mich nicht, ich habe Angst vor einer Panikattacke, und sage ich, um Gottes Willen, machen Sie es langsam. Wenn Menschen zu mir kommen, frage ich immer den Gesundheitszustand ab. Wenn sie eine Herzinsuffizienz oder Herzschwäche haben, dann muss man da ganz anders vorangehen. Ich sage immer, machen Sie es langsam. Setzen Sie sich ab und zu hin, schließen Sie Ihre Augen, fühlen Sie, was da ist. Und wenn es zu viel wird, sofort stoppen, reinatmen, nicht ablenken, wieder am Handy rumspielen, sondern einfach da reinatmen, es etwas sedieren und dem inneren Kind sozusagen sagen, so, ich bin jetzt für dich da gewesen, jetzt merke ich gerade, es wird zu viel, ich komme wieder, versprochen, aber jetzt muss ich mich von mir aus wirklich ablenken mit dem Handy oder so, dass ich es handeln kann. Also ohne Quatsch, ich musste am Anfang immer so lachen, du mit dieser Puppe. Das hilft wirklich, wenn man selbst sich eine Puppe zulegt und wie mit einem Kuscheltier oder mit einem Teddy von früher, manche haben ja noch so einen, den sie als Kind schon hatten und den haben sie ewig aufgehoben, hier Knopf raus, weißt du, sind noch schon ganz zerknuddelt. Ich hatte auch mein Maxl und mein Bimbo und die habe ich immer noch und habe in der Phase die genommen und habe mich wirklich, und das ist jetzt auch interessant, ich habe 5 Decken genommen und habe wirklich 4 Wochen da gelegen und habe wirklich in einem Trauma gelegen, weil ich Frühgeburtsthemen hatte und habe mit deiner Methode mich so richtig eingemummelt. Mhm. Ja, und ich dachte wirklich, ich bin 1 Jahr alt. Ja, natürlich. Aber das hilft. Es ist wirklich für dich ein Raum, also das ist nicht albern oder irgendwas, es ist wirklich Heilung. Wie willst du denn, ich nenne es mal deinem inneren Kind, es gibt kein inneres Kind, es ist ja nur ein Konzept, es ist ja dein Körper, das sind ja biochemische Prozesse, aber die Idee mit dem inneren Kind finde ich sehr gut, weil wir uns immer klein fühlen. Klein, hilflos, weil der Körper sich an der Phase eine traumatische Phase erinnert, wo wir klein waren. Wir sehen das wirklich aus dem, ich habe mal irgendwann, als ich daran kam, Tapeten gesehen und so ein Kinderbett, wo ich dachte, kenne ich nicht. Dann habe ich meine Mutter gefragt. Das war, ich habe da was gesehen, wo ich vielleicht ein halbes Jahr alt in der Wiege war, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß noch, in welcher Gegend das war, ich kann mich an nichts erinnern, also faktisch, aber ich wusste, ja genau, ich kam jetzt in das Alter von 6 Monaten, wo ich alleine da lag und dachte, jetzt muss ich sterben, weil keiner da war. Und in dem Moment
habe ich das einfach gefühlt und wusste, in mir ist der kleine Michael, der jetzt glaubt, dass er mal wieder kurzfristig sterben wird, sozusagen. Und jetzt bin ich da. Ich mache nichts. Ich bin einfach nur da. Ich quatsche auch nicht. Ich bin einfach da und sage, ich bin jetzt da. Dadurch lernt jede Zelle, wow, früher war es anders. Da war niemand. Wer ist denn jetzt da? Ja, mein Bewusstsein. Ich muss da nicht reden. Das lenkt unter Umständen vom Fühlen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, ich möchte mit meinem inneren Kind reden, warum denn nicht? Also die Autorin Eva Maria Zurhorst, die hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Genau. Ist das so? Also im übertragenen Sinne und dieses ganze Konzept Seelenpartner und der große Partner und überhaupt, ist der Partner, den du jetzt hast, immer der richtige? Ja, ja. Wenn zu mir jemand kommt, ich arbeite ja viel auch mit Paaren, und es heißt ja, der Partner oder die Partnerin ist nicht in Ordnung, sage ich, das ist aber genau die, die sie natürlich unbewusst ausgesucht haben. Aber genau diese Partner sind die richtigen, denn es sind immer zwei kleine Kinder. Die Größe hat es nichts damit zu tun, dass das der Mann ist und die Frau. Es könnte auch umgekehrt sein. Du musst auf die Bühne, ich muss das jetzt mal einwerfen. Ich mache das auf der Bühne. Du bist wirklich ein Kabarettist eigentlich und müsstest, dich muss man nur auf die Bühne setzen und das ist eigentlich eine Show. Du sollst mich mal die Spülmaschinen-Story vorspielen sehen. Das ist göttlich. Das würde ich jetzt so gerne fotografieren. Ja. Oh. Ich setze mich nachher irgendwo hin, das fotografieren. Also die Größe hat jetzt nichts damit zu tun, dass eine Mann oder Frau ist. Nur fürs Protokoll, ich wollte jetzt die Füße nicht abschneiden, dass sie kleiner wird. Also, sieht danach auch scheiße aus. Also, zwei Erwachsene. Wenn zwei Erwachsene streiten, es gibt keine zwei Erwachsene, die streiten. Wenn ich zwei Paare da sitzen habe, nehmen wir an, Herr Müller und Frau Müller. Ich hatte das, vor ein paar Jahren kam eine Familie, weiß nicht, Müller, ich nenne sie jetzt aber Müller, aus Hamburg angefahren, so 800 Kilometer, haben am Telefon gesagt, wir brauchen eine Mediation, das heißt, ich soll ihnen helfen, wie sie sauber ihre Beziehung trennen. Ja, zwar waren die so da, ich mache das nie, so ein Mist, die sind doch die Richtigen. Also ich selten, wenn von 100%, die sich trennen, wegen Trennung zu mir kommen, schaffe ich es immer bestimmt mit 82-83% davon der Menschen zu sagen, ihr hattet doch noch gar keine Beziehung, hört mal auf dem Scheiß. Ich zeige euch, wie eine Beziehung geht und dann könnt ihr euch ja immer noch trennen. Und die trennen sich dann meistens auch nicht mehr. Nee, weil die dann erfahren, wow, ich kann ja gar nichts Besseres finden. Denn wenn ich einen neuen Typ suche, wenn die Frau sagt, der ist ja genauso wie der Alte. Ja, der fängt der von vorne gleich, an. Weil ich doch die gleiche Schwingung in mir trage. Das heißt, wenn die haben dann zu mir gesagt, okay, haben schon rumgezickt im Treppenhaus, rumgeschrien und so, ja, kenne ich halt. Und dann habe ich gesagt, setz ruhig mal hin, schön, dass Sie da sind. Und jetzt erzählen Sie mal, was Sie brauchen. Ja, wir haben ja gesagt, Sie sollen uns trennen. Sag ich, okay, klar. Erzählen Sie mir mal, wie ist denn Ihre Beziehung bisher? Dann haben die sich angeschrien, sage ich, kurz, stopp, Sie können direkt gehen. Was? Sie können gehen. Ich muss den Auftrag zurückweisen, sorry. Dann schreit der Mann mich natürlich zurecht an, was fällt Ihnen ein, Sie lassen uns 800 Kilometer fahren. Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen eine Trennung und jetzt sagen Sie, Sie machen das nicht. Wollen Sie mich verarschen? Sag ich, Sie haben doch mit dem Scheiß angefangen. Wollen Sie mich echt verarschen? Sie wollen, dass ich eine Beziehung trenne? Das Kasperle-Theater war doch noch nie eine Beziehung. Sag ich, wieso? Sie haben sich Ihre Mutter ausgesucht, so Sie Ihren Vater. Jetzt gehen sie halt aufeinander los, weil es nicht läuft. Und jetzt erkläre ich ihnen mal, was passiert ist und so. Und dann wurden die ganz ruhig. Und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, wie haben sie sich kennengelernt? Haben sie sich gegenseitig einen Baseballschläger im Supermarkt auf die Mütze gehauen? Fanden es toll? Wahrscheinlich nicht. Sie haben sich getroffen, weil es gab einen Moment, wo sie sich halt gegenseitig missbraucht haben. Also indem sie sich angelächelt haben oder sonst so ein Scheiß. Also das ist halt immer Missbrauch. Und das hat ihnen aber das Gefühl gegeben, der andere kann mir was geben, klar, was ich selbst nicht habe. Und dann kam es halt raus, dass es sowieso nicht geht. Jetzt zeige ich Ihnen aber, Herr Müller, was Sie in Ihrem kleinen Jungen geben können, Sie Ihrem Mädchen. Und dann schaffen Sie es bitte erstmal, Herr Müller, Sie für sich eine Beziehung herzustellen, Sie für sich, Frau Müller. Und dann können wir mal gucken, wenn Sie endlich mal eine Beziehung zu sich haben, dann können wir im Außen drüber sprechen. Und dann habe ich gesagt, wie soll das jetzt gehen? Naja, gemeinsam rumschreien können Sie, das brauchen wir jetzt nicht erarbeiten, das geht ja schon. Aber jetzt schließen Sie mal Ihre Augen. Und jetzt, Frau Müller, denken Sie mal bitte an das, was der Blödmann hier nicht macht und sehen mal bitte, was der Alte hier gerade nicht auf die Reihe kriegt. Weil so haben die miteinander gesprochen. Und dann sagt der kommt immer zu spät. Und Sie, nicht quatschen, einfach bitte nachdenken. Und jetzt legen Sie bitte Ihre Hand dahin, wo es weh tut, wenn Sie daran denken, dass Ihr Mann einfach nicht kommt oder was. Dann hat sie ihre Hand hier hingelegt. Ich sagte, Herr Müller, Augen schließen und bitte auch Ihre Hand dahinlegen, wo es gerade wehtut auch. Und ich sagte, jetzt machen Sie mal beide Ihre Augen auf. Merken Sie es, Sie haben was Gemeinsames. Sie haben beide ein Problem hier. Das ist Ihr Herzchakra, Ihr gebrochenes Herz.
Oh, das ist ja schon mal, läuft, ne? Das ist doch gut. So, und jetzt hören wir mit dem Scheiß auf, dass sie sich gegenseitig was vorwerfen, denn jetzt möchte ich, habt ihr es dann erklärt, dass sie sich jetzt mal wirklich, Herr Müller, um ihr inneres Kind kümmern, sie um ihr inneres Kind, indem sie an Herrn Müller denken. Und das, was der Mann nicht macht, und dann, und das ist das innere Kind. Und diese inneren Kinder, die sie haben, die zwei kleinen Kinder, die schreien die ganze Zeit, hallo, wo bist du? Ah, bei dem Blödmann, der wieder nicht, was auch immer macht. Und das haben die dann sehr, sehr schnell verstanden, haben dann beide geweint. Das ist immer schön, wenn die Menschen das dann auch zeigen, wie sehr sie das berührt. Und ich sage, das ist jetzt das, was sie machen. Ich helfe ihnen gerne, dass sie sich trennen. Dann machen wir nichts vor, wenn das Theater hier nicht aufhört, ist der Nächste doch gleich. Wollen Sie jedes Mal, Herr Müller, mit einer anderen herkommen, das was Theater lösen? Gut, davon lebe ich ja, aber muss doch nicht sein. Aber jetzt habe ich noch eine Einwandfrage. danke für diese Veranschaulichung, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber hier geht es nicht nur um Beziehungen als Partner. Aha. Es geht auch um berufliche Kontakte. Ja. Also der Chef, der könnte auch eine Vaterfigur spiegeln. Mhm. Kann man sagen, dass wir im Grunde all unsere unerledigten Themen, unsere Schattenthemen, unsere Selbstkonzepte. Wir haben ja auch oft Themen in uns, die da heißen so, ich bin es nicht wert oder könnte ein Täter sein, ich könnte gefährlich sein, meine Sexualität könnte unanständig sein. Also alles, was wir so mit uns unbewusst rumtragen und da drücken, projizieren wir auf irgendeine Schattenfigur im Außen, am besten natürlich einen Menschen, den wir auswählen, wie Chef, Kollegin, die Ex-Partner, ja, die Mutter, der Vater. Kann man sagen, dass das einfach immer nur du bist und dass alles, was du in dem anderen wahrnimmst, wenn es nicht Liebe ist, dein Thema ist? Ja, wir wählen gar niemanden aus. Weil du gesagt hast, wir wählen etwas aus. Dazu müsste der Mensch erstmal in der Lage sein, etwas auszuwählen. Das heißt, was wir glauben, was wir auswählen, ist irgendwo, ich nenne es einen Affinitätenwunsch. Ich gehe irgendwo hin und bewerbe mich. Mhm. Warum bin ich bei diesem Chef gelandet, wenn ich mehrere Bewerbungsgespräche habe? Genau. Weil da habe ich das Gefühl, da ist was. Fühle mich, das ist was Vertrautes, was wir kennen. Genau. Mhm. Ich fühle genau, da ist was Vertrautes. Mhm. Wenn ich bei dem bleibe, der wird mich definitiv scheiße behandeln. Ja, genau. So wie es meine Eltern gemacht haben, ich kenne das ja schon. Ja. Das ist das. Ich suche nicht freiwillig jemand aus. Dazu muss ich in der Lage, also wir können das schon, wenn wir das können. Aber der Mensch geht hin und fühlt irgendeine Verbindung. Mhm. So. Und die Verbindung ist aber, das sind die zwei inneren Kinder, der kleine Junge, also der kleine Michael jetzt, geht irgendwo hin und fühlt sich von diesem Chef, von mir aus, keine Ahnung, was es sein soll, ich war schon immer selbstständig, aber vom Hörensagen weiß ich schon, da ist jemand über mir und das passt mir nicht. Ja klar, weil es mir schon nicht gepasst hat, dass mein Vater über mir war oder hätte über mir sein sollen, war eben nicht da. Jeder, der jetzt denkt, was ist denn das für ein Käse, kann doch immer die Gegenprobe machen. Ich sage immer, glaubt mir nichts, fühlt doch einfach mal, wenn der Chef sagt, zum Beispiel Herr Begelsbacher, Sie müssen heute länger arbeiten. Ich sage, läuft. Hab heute Morgen die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, bin ich tot. Also kann ich länger arbeiten, Chef. Ich arbeite die ganze Nacht durch. Meine Frau, wenn die das sieht, bin ich tot. Dann arbeite ich gerne länger. Wenn ich aber sage, ich will aber nicht länger arbeiten. Ja, wieso? Wieso? Wenn es mir nicht passt, gut. Dann sage ich zum Chef, okay, Sie haben gesagt, ich muss heute länger arbeiten. Das muss ist ja interessant. Sie sind nicht drauf, ich muss gar nichts. Sondern das sagt ein selbstbestimmter Mensch, der keine Angst hat und der dann irgendwann an einem Punkt ist und sagt, wissen Sie was, ich kündige, ich mache mein eigenes Business auf. Genau. An der Stelle werden jetzt wahrscheinlich viele Zuschauer sagen, was ist denn das für ein Käse? Ich muss doch meine Miete und meine Kinder versorgen. So, ja, den Käse höre ich mir aber nicht länger an, wenn jemand bei mir ist und sagt, du musst gar nichts. Denn wenn du bereit bist, diesem Chef zu sagen, okay, spannende Idee, Sie sagen, ich muss länger arbeiten, gefällt mir. Denn dadurch komme ich jetzt in meine Kraft und sage, ich muss gar nichts, ich gehe jetzt und kündige. Erstmal wird jeder sagen, hast du es nicht mehr, du bist arbeitslos. Und sage ich, Moment mal, wenn ich jetzt gehe, bin ich rausgegangen, selbstbestimmt. Ich war vermeintlich, so fühlt sich's an, bereit zu sterben. Ich habe alles hinter mir gelassen, dann verliere ich halt mein Haus, mein alle. Okay, aber mit dieser Power, ich war bereit, vermeintlich zu sterben, ziehe ich ganz sicher nicht mehr so einen Chef an. Dann gehe ich in eine ganz andere Firma und merke, okay, das ist jetzt der wie früher, brauche ich nicht, habe ich schon durch. Und da kommt jemand und sagt, hey, da sitzt einer, der Begelsbacher, der scheint genau zu wissen, was er möchte. Ja, und das ist der Grund, warum viele eben in Beziehungen festhängen. Und dann wird im Internet toxische Beziehung zelebriert als, schon das Wort toxisch, ist ja eigentlich auch schon wieder, wir verlängern etwas künstlich, anstatt wir einfach uns entscheiden für was Gesundes. Ja, und dann gibt es sowas nicht. Ja. Niemand zu mir sagt, ich habe eine toxische Beziehung. Ich sage, ja, stimmt. Können Sie meinen Partner noch gar nicht? Sorry, es geht hier nicht um deinen Partner. Du hast eine toxische Beziehung zu deinem inneren Kind.
Was erzählst du mir über deine Partnerin? Was hat die jetzt hier zu suchen? Was gefällt dir an deiner Partnerin oder deinem Partner nicht? Dass sie irgendwas nicht macht und du gezwungen bist, deinem Schmerzkörper zu begegnen. Herzliches Beileid. Ich habe mal noch eine abschließende Frage, die ich, glaube ich, sehr wichtig finde. Du hast gesagt, Menschen sind grundsätzlich nicht beziehungsfähig, erst einmal, weil sie selbst in der Kindheit getrennt wurden. Was genau meinst du, von der Mutter oder von sich selbst getrennt worden? Von sich selbst. Dieser Schmerz, der auftaucht durch dieses Trauma, diese eingefrorene Energie, von der bin ich getrennt. Das heißt, ich trage den Schmerz in mir und das ist mein inneres Kind. Und mein Ego wird immer sagen, das will ich nicht. Ich will das nicht mehr fühlen. Das ist Dissoziation. Genau, ich dissoziere mich von meinem inneren Kind. Viele Menschen sagen, ich fühle so eine Leere in mir und das möchte in der Beziehung auflösen. Sag ich, die Leere in dir ist diese Distanz zwischen deinem Schmerzkörper, wenn du es so nennen möchtest, zwischen deinem inneren Kind und dir. Hol doch mal bitte dein inneres Kind ran, dass diese Leere aufhört. Dann hast du eine Verbindung. Da bist du ein vollwertiges Edelmetall wie Gold mit 8 Elektronen auf der äußeren Schale. Dann musst du nicht mit einem anderen Element eine Verbindung eingehen und partizipieren. Ein Wasserstoffatom mit nur einem Elektron muss ja mit 7 anderen eine Verbindung eingehen, um sich vollwertig zu fühlen. Was für ein Theater. Ich vergesse immer, was 7 Elektronen hat. Wenn ich, das Kind schaut immer nach außen und sagt, die da draußen müssen das liefern. Und wenn nicht, dann aber. Wenn ich aber mein inneres Kind zu mir nehme und es lerne, dann ist es bei mir, ich bin vollwertig. Und dann kann mich jemand blöd anmachen und sagen, Michael, du bist ja echt ein arroganter Arsch. Und mein Kumpel sitzt nebendran, der mich seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Der sagt, ach du Scheiße, hat er zu mir gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der noch lebt. Und dann sieht er, dass ich ganz ruhig da sitze. Dann sagt er, ey, hast du was genommen? Nee, im Moment nicht, hast du was. Nee, wieso fragst du? Du bist ganz ruhig. Wieso fragst du? Also vor einem Jahr, da habe ich dich das letzte Mal gesehen, da bist du ausgerastet. Da hat gerade jemand gesagt, du bist, was habe ich gesagt, ein arroganter Arsch oder was? Ach so, ja, ich wollte den gerade schon zu dem da draußen sagen, rede ruhig weiter über dein Problem. Ist ja deins, ich habe ja meins noch. Das ist nicht mein Problem. Wenn ich ganz bei mir bin, muss ich niemandem beweisen, dass ich nicht in Ordnung bin. Ich fühle es gar nicht. So, ich stelle fest, irgendjemand sieht etwas in mir. Okay. Warum nicht? Das ist aber nicht meins. Wenn zu dir jemand sagt, du bist nicht in Ordnung, ist es zu 100% sein Thema, sonst wüsste er ja gar nicht, von was er spricht. Natürlich gucke ich bei mir nach, wenn mir jemand sagt, du bist XY, sage ich, okay, interessanter Hinweis, prüfe ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall weiß ich aber immer, das ist zu 98% sein Problem, sonst wäre es ihm doch gar nicht aufgefallen. Der andere möchte aber, dass ich mich verändere, dass er sein Problem nicht löst, das, da meine ich nicht mit. Was ist mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit in Beziehungen? Wir sagen ja immer so, ja, wir müssen ehrlich und aufrichtig miteinander umgehen. Ist doch dann auch, der das fordert, erstmal überhaupt in den Raum stellt, als das sollte so sein, als Bedingung einer Beziehung. Das ist doch im Grunde dann auch sein eigenes Thema, ja. Weil er A, vielleicht Verletzungen erfahren hat aufgrund von Verrat oder irgendwelchen Verletzungen, weil jemand weggegangen ist, verlassen wurde, ja, betrogen wurde. Und dann projiziert er das jetzt auf sein Gegenüber und will unbedingt Ehrlichkeit. Und egal, was man dann will, erschafft man wahrscheinlich genau ein Klima, wo man wieder unehrlich wird, weil er eigentlich sagt, ich will betrogen, verraten, belogen werden. Ja? Ganz klar. Ich sage meinen Schülern immer, wenn ihr mit Menschen arbeitet, fragt sie zum Beispiel nach ihren Werten. Freiheit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Invertiert diesen Wert. Also wenn jemand sagt, oh, ich habe einen ganz tollen Wert, ich bin freiheitsliebend, sage ich, oh, du armer Kerl, wurdest in der Kindheit eingesperrt. Woher weißt du das? Wenn jemand sagt, ich präferiere Zuverlässigkeit, dann wurde ich halt betrogen. Ich versuche über einen Wert meine Vergangenheit zu verschleiern. Aber wenn ich immer sage, du bist unehrlich, Peggy, was soll das? Dann würdest du sagen, was hast du für ein Problem? Wenn du nicht ehrlich bist, dann muss ich Unehrlichkeit fühlen. Das will ich aber nicht, möchte damit nichts zu tun haben. Ich sterbe lieber an Verblödungen oder Krebs oder was, aber ich werde auf keinen Fall jetzt fühlen wollen, dass du das Gleiche machst wie Vater, Mutter oder wer auch immer. Gehen wir mal kurz weiter. Wenn die Beziehungen das sind, was uns als Menschenfamilie ausmacht, hätte ich jetzt gerne noch eine Frage. Und wir im Grunde in Beziehung sind, sollten wir vielleicht auch das Wort Beziehung irgendwie mal über Bord werfen und sagen, wir gehen in die Verbindung, in echte Verbindungen und ziehen nicht mehr aneinander und haben falsche Erwartungen oder die man sowieso nicht richtig erfüllen kann. Ja? Würdest du das bejahen und sagen, ja, das ist ein Grundthema, dass das Denken über Beziehung überhaupt sich ändern müsste? Ja, also das Denken über Beziehung sollte auf jeden Fall so sein, egal wie man das nachher etikettiert, welches Wort ich nehme. Ich brauche eine Beziehung zu mir oder eine Verbindung zu mir. Beides finde ich richtig. Und wenn ich das habe, bin ich wirklich frei von außen. Ich muss mit niemand eine Beziehung eingehen. Ich muss es nicht. Nur es ist sehr schön, mit einem Seelengefährten oder Gefährtin zu wachsen.
Das ist okay, aber ich muss es nicht. Das ist kein Must-Have, um von mir abzulenken. Dann ist es total frei. Dann kann der Partner, die Partnerin in Anführungszeichen machen, was er möchte. Das heißt jetzt nicht, dass man mit jedem rummachen kann. Das hängt natürlich von der Ethik und Moral ab. Oder was ich möchte, das meine ich jetzt nicht. Wenn es miteinander abgesprochen ist und meine Frau sagt, du Schatzi, wir hatten zwar ausgemacht, ich koche heute Abend was für dich, aber ich treffe mich mit einer Freundin, dann sage ich, ja klar. Das müsste jetzt gar nicht sagen, aber dann ist ja gut, wenn sie es sagt, sonst suche ich nachher die Bude, aber ob sie irgendjemand geklaut hat, dann weiß ich auf jeden Fall, sie ist weg. Das ist freiwillig und ich muss jetzt nicht rummachen. Ich würde aber nicht sagen, wie, du gehst heute Abend weg. Du hast doch gesagt, du kochst. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich hätte es 3 Jahre früher wissen müssen. Du wirst mich jetzt doch nicht heute Abend mit mir konfrontieren. Ich stehe alleine in der Küche und weiß nicht, die habe ich schon mal gesehen. Spülmaschine kenne ich auf jeden Fall auch nicht wirklich. Ich habe noch eine Frage. So, ich weiß, es ist irgendwie, aber eine Frage habe ich noch. Ab wann ist eine Beziehung überhaupt nicht mehr zu retten und man ist wirklich besser dran zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt hier Schluss und ich mache mit einem neuen Interviewpartner weiter. Okay. Weißt du, was ich meine? Nein, ich bin jetzt beleidigt, du hast mich gemeint. Nein, okay. Nein, bist du weitergekommen. Ja, genau. Ja, pst, ne? Also, ich kriege die Frage oft in Vorträgen, wenn Leute sagen, also wenn ich das jetzt höre, sage ich, ich sage es Ihnen gleich, wenn 2 Menschen zu mir kommen, ich das Privileg habe, den beiden zu erklären, dass sie perfekte göttliche Wesen sind, sich nachher ausgesucht haben, super miteinander das lösen können, gut. Wenn aber der Mann sagt, nö, mache ich nicht, oder die Frauen sagen, alles klar, schön, dass wir schnell erklären konnten, dann ne, packen, tschüss. Wenn einer von beiden nicht verstehen kann oder nicht möchte, dann geht's halt nicht. Dann muss der halt weiterhin im Nirvana rumkaspern, wieder eine Frau aussuchen, an der rummeckern kann, unzufrieden sein. Die Frau wird dann sagen, ja, ich habe das verstanden. Ich übernehme endlich mal die Verantwortung für die Beziehung zu mir. Und dann werde ich das nie mehr aussuchen. Dann geht's nicht. Also dann lässt es dich auch los, weil der Partner mit dir auch gar nicht dann zurechtkommt, wenn du in diese Selbstbestimmtheit gelangst. Und du bist dann in einer anderen Energie. Ja, wenn die Frau, Freundin dann zur Freundin sagt, die ihren Partner dann losgelassen hat, du hast dich von Karl-Heinz getrennt, war das so ein Arsch? Nö, kannst ihn gerne haben, kostet doch keine Provision, wenn du willst. Der kommt halt nicht pünktlich, räumt die Spülmaschine nicht aus und sonstige Sachen, Schuhe, Socken liegen rum. Das war jetzt nicht meins. Das wollte aber nicht ändern. Ich bin Mann, so bin ich nun mal, also habe ich ihn abgeschossen. Also du musst auch nichts zahlen, der ist total liebenswert, aber in den Sachen nichts zu machen. Dann war es das eben. Man muss nicht alles retten, wenn es nichts zu retten gibt. Hauptsache, du schaffst eine Beziehung zu dir und weißt, ja, bisher waren alle meine Beziehungen zu 100% richtig. Sie haben immer gezeigt, wo ich stehe. Ja, und dann sollte man einfach auch in sich reinfühlen. Wann ist der Moment? Ich kenne das auch. Man neigt auch dazu, zu schnell manchmal zu gehen. Zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, oh nee, das wird hier nichts bringen. Weil man selbst in sich dieses Muster noch nicht erkannt hat, dass man lieber flüchtet, als in die nächste Stufe sich zu verpflichten für die Partnerschaft. Das eine ist andere noch. Viele sagen dann, ja, ja, ich habe das jetzt kapiert, der Begelsbacher, mit ihrer Methode. Dann darf ich jetzt meinen Mann doch nicht verlassen. Sag ich, warum? Nee, der ist jetzt mein Lehrmeister, der triggert mich ja immer. Sag ich, Moment. Sie haben jetzt schon erfahren, wie es geht. Sie müssen sich nur alleine zu Hause hinsetzen, ohne ihren Partner die Augen schließen. Ist auch besser, denn wenn er anwesend ist, ist die Übung nicht wirklich zu machen. Denn dann kommen die Leute und sagen, ah nee, ich muss noch was lernen. Sag ich, Sie haben Angst vor Einsamkeit, ich weiß. Das ist eine faule Nummer. Sie wollen weiter sich ins Auge fassen, obwohl Sie wissen, es tut weh. Sie können das auch zu Hause alleine machen. Das ist auch bei vielen Spirituellen die Gefahr, dass sie dann sagen, ah ja, ich habe das ja, ich kann hier üben und lernen. Also das ist auch toxisch im Sinne von, ich muss mich ewig optimieren, um ja nicht frei zu sein. Das sind Ausreden, die Verantwortung nicht übernehmen zu müssen und der Einsamkeit, der Ohnmacht nicht begegnen zu müssen. Am Ende ist jeder frei zu wählen, im Sinne von, bleibe ich oder gehe ich. Ja? Und am Ende ist auch jeder selbst verantwortlich für sein Sein und Gefühl. Mhm. Ne? Ich freue mich, dass es dich gibt, denn du bist ein Weltveränderer im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Mir persönlich hast du einen Riesenschlüssel überreicht und ich kann das nur aus meiner Erfahrung bestätigen und ich hoffe, dass der Michael auch euch diesen Schlüssel überreicht hat und in dem Wort Michael steckt das Wort ja auch mich, ich. Ja? Mhm. Schön du zu sein, schön du zu sein. Danke für dein Hiersein. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn du mehr über Michael erfahren möchtest oder ihn sogar live erleben willst, dann kannst du zum Welt im Wandelkongress kommen, denn dort wird er auf der großen Bühne sich selbst performen mit seinen Puppen und er spricht über Existenzängste. Danke, tschüss und bis bald.